Hallo Leute, Carlos hier. Heute schauen wir uns die String-Formatierung mit Print näher an. Ich zeige dir zwei meistbenutzte Möglichkeiten in Python. Wir gehen in unseren IDE oder Editor. Wir stellen eine Python-File namens String-Formatting. Du kannst das nennen, wie du möchtest. Und ich habe das hier was vorbereitet. Schalte die Syntax-Überprüfung aus. So, wir haben eine Zeichenkette-Formatierung mit .format-Methode und einmal Zeichenkette-Formatierung mit F-Funktion. F-Funktion wurde allerdings, glaube ich, also ab Version 3.6 verfügbar und das hat der Format halt abgelöst. Und in der alten Code oder als cool Leute schreiben die immer noch den .format. Das solltest du halt gesehen haben und damit umgehen können. Und dann weißt du auch den F zu schätzen. Also meine Empfehlung wäre ausdrücklich einen F Syntax zu benutzen. Ich habe hier zwei Print-Funktionen, einmal also als Platzhalter, dass wir halt unterscheiden können, wo wir was reinschreiben. So, dann legen wir mal halt los. Wir brauchen eine Print zum Beispiel hier mit einem String namens zum Beispiel Carlos ist 42 Jahre alt. Wenn wir das ausgeben, dann haben wir hier Carlos ist 42 Jahre alt als Ausgabe und das möchten wir halt mit der .format-Methode formatieren. Print bekommt eine String und dann Format ist eine Methode. Methoden kommen generell mit so einem Punkt davor, das ist eine Dot-Notation, Punktnotation und so können wir halt praktisch den dementsprechenden String formatieren. Und da halt, dass es eine Methode ist, braucht auch irgendwelche Argumente von uns, die in den Parameter übergeben kann und damit arbeiten kann. Und da halt packen wir unseren String da rein. Wir wollen aber nicht den ganzen String auf einmal als ein Stück ausgeben, sondern wir wollen halt in seine Wörter halt hier zerlegen. Das machen wir auch ganz easy, indem wir halt in den String reinpacken, mit Komma separieren. Das ist ganz einfach. So. Dann haben wir hier 42 auch als String, Komma separiert und Jahre alt, hier packe ich als einen String. Wenn wir das ausgeben, wir bekommen hier keine Ausgabe. Warum? Weil der Print-String hier nichts ausgibt. Das können wir machen. Wir können hier darauf zugreifen, indem wir den entsprechenden Index ansprechen. Und bei Format ist das auch wie in jeder Programmiersprache oder Methoden, Funktionen, Arrays und so weiter, das sind Zero-Based Indexed. Das heißt, Carlos ist Zero, Index Nummer 0, 1, 2 und 3. Das heißt, wir können hier per geschweiften Klammern die halt aufrufen. Zum Beispiel, wir sagen hier 0, 1, 2 und 3. Wenn wir das machen, bekommen wir unseren String komplett ausgegeben. Wir haben kein Leerzeile hier, Zeichen hier, dann machen wir hier, das ist besser zu sehen ist, da Carlos ist 42 Jahre alt und können wir damit arbeiten. Und wir können halt zum Beispiel das duplizieren und an der Stelle, dass wir halt 42 Jahre alt ausgeben, eine andere Eigenschaft ausgeben. Zum Beispiel Carlos hat anstatt 42 schwarze Haare. So, wenn wir das ausgeben, dann bekommen wir auch Carlos hat schwarze Haare. So, als nächstes, wir könnten halt hier anhand diesen Index, den wir hier ausgeben, steuern, was wir halt ausgeben möchten. Ne? Zum Beispiel, wir könnten halt hier nochmal duplizieren und an der Stelle von dem ganzen Text, wir wollen halt zum Beispiel hier, meinetwegen, mein Alter halt hier mehrfach übergeben oder Namen. Lass uns mal den Namen machen. Wir können halt hier zu 0 umwandeln. So, wenn wir das speichern, wir bekommen hier Carlos, 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 Carlos übergeben. Ne? Und wenn wir halt sagen, Carlos hat blonde Haare, keine schwarze Haare. Ach, nebenbei bemerkt, wir müssen das hier nicht ändern. Also das kann auch so bleiben. Wir können den Index nur ansprechen. Wenn der blonde Haare haben soll, dann schreiben wir blond rein und speichern und sehen wir hier unten, dass er Carlos hat blonde Haare jetzt. Ne? So funktioniert in praktisch den Format-Methode und wir können das halt jetzt mit der Funktion F probieren und zwar, wir können halt unten dementsprechende
Attribute, die wir hier halt eingeben in dem Format als Argument hier in den Variablen speichern. Zum Beispiel, wir haben eine Variable Name, dann packen wir zum Beispiel Carlos rein. Dann haben wir Age Variable, der wäre halt 42, da packe ich auch als String ein. Und dann haben wir zum Beispiel Hair Color, der wäre dann halt zum Beispiel schwarz. Okay? Hier ein bisschen höher. So, jetzt wollen wir das ausgeben. Wir machen das halt mit dem Print-Ausgabe und Print bekommt an der Stelle halt eine String. Und dieser String, in dem Fall, das ist keine Methode. Methode kommt immer nach dem String per Punkt, also Dot Notation. Merkt ihr das? Das also dieser F halt wird, kommt vor dem String reingesetzt. Und wenn wir das halt machen, dann können wir halt dementsprechend mit der Variable arbeiten und die ausgeben. Ich mache einmal ohne, dass du es besser verstehst. Wir wollen wie hier Name ausgeben. Carlos ist Age, 42 Jahre alt, können auch Jahre alt hier schreiben und speichern, ausgeben. Wir bekommen hier Name ist Age, Jahre alt. Ne? Und wenn wir halt dem F da dran hängen, packt er dementsprechende Variable rein und interpretiert nicht als nur ganz normalen String. Dann sehen wir, denn Carlos ist 42 Jahre alt, zum Beispiel an der Stelle. Dann können wir auch duplizieren hier und sagen, zum Beispiel Carlos Haare sind meinetwegen schwarz. Was hatten wir gehabt? Hair Color. So, wenn wir das speichern, dann haben wir Carlos ist 42 Jahre alt und Carlos Haare sind schwarz. Ne? Jetzt haben wir aber volle Kontrolle. In dem Fall hier müssen wir immer hier reingehen und den String hier manipulieren. Jetzt haben wir aber eine Variable. Wir können halt Variable blond hier speichern, zum Beispiel, und das ausgeben. Zum Beispiel, deine Carlos Haare sind blond. Wir konnten aber so belassen erstmal mit schwarz und zum Beispiel eine Hair Color Punkt 2 mit rot halt speichern. Und dann konnten wir Hair Color 2 hier ansprechen und ausgeben und haben wir Carlos Haare sind rot eingezeigt. So haben wir den Vorteil, dass wir mit Variablen arbeiten und können wir die bestehende Variable halt einfach so stehen lassen und nicht modifizieren. So, und natürlich, wir können auch hier per Print zum Beispiel mehrere Variablen hier ausgeben. Das steht uns auch frei. Zum Beispiel hier können wir halt zum Beispiel Name mehrmals ausgeben. No? Name. An der Stelle machen wir mit Leerzeile, dann ist das besser lesbar. Und ja, da haben wir hier Carlos, wie hier oben auch. Ne? Also, wie du siehst, die F-Funktion ist sehr nützlich und viel flexibler als Methode Format. Aber wie gesagt, mit Methode Format arbeiten sehr viel Oldschooler und siehst du auch in den Codes sehr oft, dass er vorkommt, sollst du auch kennen. Aber ich empfehle es dir wirklich mit F zu arbeiten. F ist einfach klasse und kannst damit halt sehr viel erreichen. Ich hoffe, das Video dir gefallen hat. Wenn ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.